Willkommen zurück bei Shadow Tactics. Ja, ich habe mein Mikrofon ein bisschen umgestellt. Könnte sein, dass ihr mich jetzt besser oder schlechter hört. Ich habe es davor getestet, es hat sich nicht scheiße angehört. Ich hoffe, dass das ist jetzt auch so in Ordnung. Und ich hatte dann noch eine Idee, wie wir vielleicht etwas besser vorankommen. Und zwar deutlich besser dann, wenn wir vielleicht doch eher mal auf die Badewanne gehen. Wie ich vermutet habe, also das hier können wir ja benutzen, und ich vermute halt eben, dass wir dann dort ihn verbrühen können oder sowas. Es wird ihn anscheinend nicht umbringen, weil wenn es ihn umbringen würde, das wäre scheiße. Also wirklich scheiße, wir können ihn ja nicht töten. Oder wir sollen ihn nicht töten. Aber gut, wir schauen mal, wie wir weiterkommen, was das alles uns bringt und so. Und dann schauen wir mal. Irgendwie müssen wir ihn hier rauskriegen. On my way. Ui, nee, lass ihn lieber los und konzentriere dich auf ihn. With speed. Ach, hier können wir ihn rein theoretisch ins Wasser werfen. Das ist super. I will move quickly. So, wir verkleiden uns mal wieder und natürlich speichern. Und dann kommt jetzt noch der letzte hier dran. Nee, der zweitletzte. Hier ist noch einer. I will move quickly. With haste. So, der wäre jetzt auch schon weg. Jetzt geht's wieder ins Wasser. Okay, auch gut. Und jetzt kommt der letzte. Den hier müssen wir dann noch wegbekommen und vielleicht den hier. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Ich weiß nicht genau, wo er rumrennt. Ich weiß nur, dass er rumrennt, wenn man ihn verbrüht. Wie ich eben vermutet hatte. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das so hinbekommen. Ach, geh doch nicht ins Wasser. So, wir verkleiden uns mal wieder schön. Hayato bleibt erstmal da hinten. Und jetzt. This must be where he takes his bath. Obviously. Ach, da ist einer. Ja, gut. Das funktioniert also so nicht. Aber vielleicht müssen wir die auch gar nicht killen. Das wäre ja eigentlich scheißegal, wenn er rumrennt. Dann machen wir das nur ein bisschen heißer. Where do they heat the water? It will only take a moment. So. Überhitze das Badewasser. Ja. Haben wir es jetzt überhitzt? Ja. Okay, gut. Dann können wir uns rein theoretisch nach da unten stellen, aber ich möchte eigentlich Hayato da unten haben. Ich kann euch auch sagen, warum. Jetzt bin ich an mein Mikro gekommen, tut mir leid. Ich kann euch auch sagen, warum. Ganz einfach ist das, weil er schneller tragen kann. Swordwork. Sie bleibt mal hier jetzt stehen. Ich weiß nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier runter rennt. Oder er rennt hier rum. Hier rum wäre natürlich scheiße, wenn er über diese Brücke hier rennt. Aber wir warten einfach mal ab.
Der da oben ist halt noch extrem störend. Können wir den nicht noch irgendwie wegbekommen? Come on. Den hätte ich tatsächlich noch gerne weg. Alright. Ach, da kommen sie schon. Ach, nein. Oh, Hayato, 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 Hayato. Dann dreht er mittendrin wieder um. Naja, egal, dann lassen wir es jetzt mal so. In der Hoffnung, dass der uns jetzt nicht das Genick bricht. So, er ist noch bei seiner Massage, beziehungsweise er kommt jetzt wieder zurück. Schon mal auf nicht tödlich einstellen, ihn auch. Achso, das bleibt gar nicht, okay. On my way. Ich glaube, wir sollten echt den im Blick haben, wenn wir ihn dann jetzt bekommen, dass wir da nicht auffallen, in diesem Stück hier. Okay, jetzt will er mehr heißes Wasser und jetzt kommt das viel zu heiße Wasser. Und jetzt? Wie er dann plötzlich wieder die Kleidung anhat, als ob. So. Und jetzt würde ich tatsächlich gerne die beiden umtauschen, weil Hayato einfach schneller tragen kann. Wir speichern nochmal kurz, nicht dass wir hier in irgendeine Falle geraten. Let us take the initiative. With haste. Jetzt müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht auffallen. Also so insgesamt. Die Samurai, die dackeln hier ein bisschen rum. Zusätzlich müssen wir natürlich auch aufpassen, dass er nicht wieder aufwacht. Ich glaube, den einen Samurai bekommen wir da nicht weg. Der wird jetzt seine Patrouille laufen. Natürlich wird er jetzt seine Patrouille laufen. Gut, dann müssen wir uns ein bisschen lass ihn runter. Oh Gott. Ist er jetzt im Gebüsch? Er ist nicht im Gebüsch. Ach, sie kann auch kriechen. Dürfen jetzt nur keine zu argen Geräusche machen. On my way. I'll get him for this. Was tut sie? Was tut sie? Was tut sie? Gott, 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 Gott. Wie lange braucht es denn, bis der wieder aufwacht? Ich will nicht, dass er wieder aufwacht. Da kommt jetzt dieser Samurai. Er läuft also nicht. Also, ja, er läuft mehr Strecken. Da ist der eine, da läuft der. Let us move with speed. Das muss jetzt einfach klappen.
Der darf nicht aufwachen. Er darf einfach nicht aufwachen. Mit Speed. Wo ist der Samurai? Der läuft da seine Runde. Wir speichern nochmal, falls es jetzt nicht hinhauen sollte. Ich werde jetzt nämlich direkt gehen. Ich werde es direkt versuchen. Nicht, dass der noch aufwacht. Der kommt jetzt bestimmt hier runter, oder? Ich wette es. Komm nicht hier runter. Ja. Leute, ich glaube, wir haben's. On my way. Wir haben's. Ja. I will move quickly. Ja. All right then. How is your temper, Hayato-san? Must I still fear for the safety of our hostage? I don't think so. He's worth more alive. You did well, Hayato-san. Yes. You too. So, das war's mit der Mission. Die lief gar nicht so schlecht. Ich meine, eine Stunde, das geht klar. Geladen haben wir auch nicht so oft. Dafür umso mehr gespeichert. Also diese Mission, die war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, sieht gut aus. Ich würde dann mal sagen, endet die Folge etwas früher. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das so schnell hinbekomme. Dann wird das jetzt nur eine, weiß nicht, 13-minütige Folge vielleicht. Tut mir jetzt auch leid, aber eine neue Mission zu starten ist, glaube ich, ein bisschen sinnlos, weil es kommen dann Videos davor, was nochmal ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Dann könnte man nächstes Mal zwar direkt anfangen, aber ich finde das ein bisschen blöd, wenn man die Mission so auseinanderhält, sage ich mal. Deshalb, ich würde sagen, dann geht's nächste Folge wieder weiter. Dann auch wieder eine normale 20-Minuten-Folge und bis dahin könnt ihr ja gerne auch mal in den anderen Videos vorbeischauen oder natürlich auch beim nächsten Livestream mal, je nachdem wann der kommen wird, aber falls ich mal live bin, dann wahrscheinlich mit Borderlands 2 und falls euch das interessiert, dann könnt ihr gerne einschalten. Mich würde es freuen und die Leoniden würde es bestimmt auch freuen. Bis dann, ciao!